Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem kleinen Live-Podcast. Jetzt kommt Weboot Politics mit Flo und mir, ein Podcast über ja, Politik aus dem Netz, Deutschland und Dresden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal einfach an. Ahoi, Ökök. Ahoi, hoi, Flo. Ja, und herzlich willkommen zur Live-Folge, ihr lieben Menschen hier im Saal, im Stream und dann auch später im Podcast, im Feed. Und ja, cool, wir sind hier jetzt im großen Saal und dürfen den Lava-Podcast zum Wachwerden machen. Muss aber gleich mal korrigieren. Heute haben wir, glaube ich, nichts aus Dresden, weil in Dresden ist ja schließlich in den letzten 2 Wochen nichts Großes passiert, oder? Ja, wir haben ja noch alle Brücken. Hust, hust. Nee, aber fangen wir vielleicht so klassisch mit dem Feedback an. Und ich habe schon Leute gesehen, die wir hier gleich erwähnen werden. Also, denn zur letzten Folge, wir veröffentlichen für die, die uns noch nicht kennen, alle 14 Tage gab es sehr viel Feedback, denn die war 4 Stunden lang. Keine Angst, wir haben jetzt hier nur einen 1-Stunden-Slot. Und da wurde wie immer viel drüber gesprochen, wie lang wieder die Folge ist, unser Warning Gag. Kamikaze hat geschrieben, ach du Scheiße, wer soll denn das schaffen? Wo dann direkt vom Pneutig drunter, also dann auch kommentiert wurde, wow, 4 Stunden, mal wieder fast pünktlich für meine 7-stündige Zugreise nach Berlin morgen, wenn die Bahn nur mal so zuverlässig abliefern würde wie ihr. Und auch Taps hat sich sehr gefreut über die über 4 Stunden. Es gab also wie immer durchmischte Reaktionen und an dieser Stelle vielleicht so Grüße an Pneutik. Ich weiß, du bist im Stream, du wolltest zu den Datenspuren mal wiederkommen, aber bist krank. Gute Besserung. Ja, und wir hatten natürlich auch unter dem privaten Post dann wieder Diskussionen und Empfehlungen für noch längere Podcasts. Das war sehr lustig. Und den Hinweis, da die letzte Folge ja quasi die kürzeste ever war, dass nur konsequent ist, wenn jetzt die längste kommt von Radler. Ja, und wir haben letztes Mal über den Digital-Courage-Skandal, den wievielten ist es mittlerweile? Wir können nicht Ich mehr habe nicht zählen. mitgezählt. Ja, wir hatten so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass die Kieler Ortsgruppe sich verselbstständigen wollte und dass es da große Probleme gab mit ja, dem Social Media Auftritt auf Mastodon mit dem Server von Digital Courage. Ja, und da hat noch mal Christian Pietsch ein bisschen was noch ergänzt, weil das ja wirklich ganz frisch war, als wir darüber gesprochen haben. Danke, dass ihr den neuesten Padeluun-Skandal, ja, man kann es auch Padeluun-Skandal statt Digital-Courage-Skandal nennen, in Rekordzeit aufgegriffen habt. Ich will kurz ergänzen, wie es sich nach eurer Post-Production weiterentwickelt hat. Am Abend schrieb Detlef Siever, Vorstandsmitglied und früher mal organisatorischer Geschäftsführer von Digital Courage, dass der Account ohne Wissen des Vorstands gesperrt wurde und dass er entsperrt wird, um auf eine andere Instanz umziehen zu können. Und dann gab es noch mal einen Link dazu. Also legten die ehemaligen der Digital Courage Ortsgruppe Kiel den Account Digital Möwen an und warteten darauf, mit ihren knapp 400 Followern umziehen zu dürfen. Der Account blieb aber gesperrt. Am nächsten Tag, also zu dem Zeitpunkt dann heute, schrieb Detlef Sieber, dass der Account doch nicht umziehen darf. Stattdessen soll der Account jetzt von jemandem betreut werden, der bereit ist, weiterhin als Digital Courage Ansprechpartner in der Region Schleswig-Holstein zur Verfügung zu stehen. Und da sind wir jetzt. Eine Einzelperson agiert jetzt im Fediverse als Digital Courage Ortsgruppe und die anderen müssen als Digitalmöwen hoffen, dass sie von ihren Followern wiedergefunden werden. Bin ich froh, dass ich mit dem Verein nichts mehr zu tun habe. Und dann gab es noch ein Update und eine kleine Korrektur aus Kiel, die eingearbeitet wurde zwischendurch. Ja, schwierig. Wir verlinken euch wie immer dann, wenn der Podcast dann bei uns rauskommt, nochmal alles. Ja, Digitalcourage. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich Dauerthema. dazu sagen soll. Das ist halt einfach enttäuschend. Wir brauchen so eine Gruppe, aber so Demokratie und Transparenz und miteinander reden klappt leider nicht. Ja, genau, und noch ein kleines Feedback auch von Pneutik war nochmal. Wir hatten letztes Mal, kleine Empfehlung auch für letztes Mal, Anne Herperz, die ihr vielleicht gestern schon im Talk gesehen habt, hier auf der großen Bühne, zur Petition zum Verbot der Freien Sachsen da. Da hatten wir noch toll, dass Stin und Loving mal wieder dabei war und danke für die Initiative, Anne. Hab natürlich gleich für ein Verbot der Freien Sachsen unterschrieben, als ich erfahren habe, dass es auch ohne Wohnsitz in Sachsen geht. Wenn ihr euch da informieren wollt, fs-verbot.dresden.de. Punkt.de. Genau. So, und das war's vom Feedback.
Mal gucken, wie viel dann unter der Live-Folge kommt. Ja, mal sehen. Ja, da können wir vielleicht auch gleich sagen, also wir können heute keine Fragen oder so live beantworten. Das müssen wir dann trotzdem hinterher irgendwie machen. Aber wir laufen hier ja noch rum. Wir haben zu viel Programm. Ihr habt gehört, die letzte Folge war 4 Stunden. Es war hart, uns auf 1 Stunde zu minimieren. Ja, aber wir können ja dann direkt die nächste Kategorie, die Definition angehen. Und die passt ja diesmal. Ja. Genau, wir haben nämlich Datenspuren als Definition für euch mitgebracht. Und ich mache mal gleich weiter, denn ich darf den technischen Part erzählen. Also technisch, ich mache es ganz kurz. Ich habe nämlich ganz coole Lern- bzw. Lehrmaterialien für Schulen gefunden von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da habe ich gedacht, das ist ja witzig, dann machen wir das jetzt wie im Unterricht. Und also ist das eh unsere Lieblingsquelle für Definitionen. Ja, das stimmt. Diese ganzen Bildungszentralen sind für dich das Wikipedia. genau, und ich habe so was Kindgerechtes mitgebracht. Wenn wir Internetdienste und Apps nutzen, hinterlassen wir Datenspuren. Das heißt, Informationen werden von unserem Handy oder Computer an die Anbieter übertragen. Darüber wird viel diskutiert und oft wird mehr Datenschutz gefordert. Und dann gab es so einen schönen Vorschlag für ein Fallbeispiel. Und da muss ich sagen, ja, ich erinnere mich auch noch, wie das war. Kannst du dich daran erinnern, dass es mal diesen Online-Künstler gab, der auf dem Fahrrad in einer kleinen Gasse einfach ganz viele Handys dabei hatte. Das waren 99 Handys. Und dann halt durch Google Maps da Stau angezeigt wurde. Das fand ich echt ein schönes Beispiel. Ich glaube, das können sich alle ganz gut vorstellen. Ja, also schwierig. Das Kritische eigentlich an Datenspuren an sich, es können halt Metadaten und dann wieder halt Informationen über uns alle abgeleitet werden. Ich glaube, ihr kennt das Problem ein Stück und eben auch Rückschlüsse auf Menschen und ihr Leben gezogen werden. Allein, wenn wir jetzt beim Beispiel Standortdaten gehen, wenn dann so angezeigt wird, ach, du bist immer da an diesem Ort und da, wir haben ja so meistens so 3 Orte, an denen wir uns bewegen, unser einer Freizeitort, unser Hackspace, unser Zuhause, unsere Arbeitsstelle. Also wer da noch nicht so gut Bescheid weiß, der ist auf jeden Fall, glaube ich, schon am richtigen Ort, um sich zu informieren. Ja. Und ich musste einfach noch das kurze Zitat dazu mitbringen. Wer hat uns verraten? Die Metadaten. Ja, genau. Und ja, so kleiner Wink an alle. Ich weiß, ich bin hier bei den Techies. Wenn wir halt Anwendungen, Websites etc. bauen, möglichst halt wenig Tracken und Drittdienste etc. Wir hatten nach meinem Vortrag zu eigentlich Polizeiüberwachung draußen noch eine lange Diskussion zu Cookie-Bannern und was eigentlich wie sinnvoll ist und wie viele Drittsachen angeboten werden müssen. Gar keine, eine gute Website braucht das nicht. Ja, vielleicht so ein bisschen an unsere Verpflichtung als Leute, die es können, dass man da wenigstens darauf achtet, dass wenig Datenspuren die Leute halt bei uns hinterlassen müssen. Ja, auch unser Ego wird es, glaube ich, überleben, wenn wir keine Statistiken sehen, wie oft angeklickt wurde und so. Also, ja, da hatte Cyril gestern in seinem Vortrag so einen guten Punkt, dass das, ja, wenn man das einmal sieht, dass es dann irgendwie auch für dich interessant wird. Das stimmt. Cyril ist in seinem Vortrag reingefallen in diese Ego-Falle ein bisschen auch, zu gucken, wie viele schauen jetzt. Genau. Und ja, Adblocker sind halt nett, aber die helfen halt auch nicht strukturell. So ein bisschen so der Zeigefinger an uns, die es theoretisch machen können. Aber du hast noch mal Datenspuren in einer anderen Definition mitgebracht. Ja, genau, weil die Datenspuren sind ja auch eine Konferenz. Wir sind ja gerade da und da ist die Definition eigentlich an sich relativ schnell abgehandelt. Es steht auch so auf der Website, die Datenspuren sind ein seit 2004 jährlich stattfindendes 2- bis 3-tägiges Symposium, in Klammern Veranstaltung, des Chaos Computer Club Dresden rund um technische und gesellschaftliche Themen. Ich habe mir dann noch dazu aufgeschrieben, quasi wie der Chaos Communication Congress in klein und vor allen Dingen, was ich hier ganz gut finde, kostenfrei und dadurch auch ein bisschen barriereärmer zu erreichen für Leute. Dann vielleicht, das hat, glaube ich, Kurt auch gestern in einem Opening schon ein bisschen erzählt. Anfangs hat es, also im ersten Jahr hat es im Pentacon hier in Dresden stattgefunden, dann seit 2005 bis 2014 in der Scheune in Dresden, 2015 bis 2017 in den technischen Sammlungen und seit 2018 ist es hier im Zentralwerk und seitdem ist, glaube ich, auch das HQ hier vom C3D2. Und ja, und vor allen Dingen ist es jetzt ja auch zusammen mit den Libertären Tagen, die jetzt anarchistische Tage heißen, was auch nochmal eine Besonderheit ist, die man hier in Dresden halt hat, die sonst bei anderen Chaos-Veranstaltungen, so lokalen, einfach nicht so ist.
Genau, und dann habe ich halt einfach ein paar Leute mal vor Ort gefragt. Ich bin leider nicht zu so vielen jetzt gekommen, aber zumindest ein paar habe ich jetzt fragen können, was für sie die Datenspuren sind, und habe so ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben. Was ich schön fand, war die Beschreibung Transportmittel für Informationen. Also quasi, man kriegt halt so, also es ist eine Informationsveranstaltung, bei der man gebündelt viele Perspektiven und viele Meinungen von anderen Leuten kriegt. Dazu passen vielleicht auch Bildungsveranstaltungen mit Fortbildungscharakter. Was ich auch cool fand, war die Aussage, es ist ein bisschen auch ein Event nach innen. Es ist ein bisschen wie eine teambildende Maßnahme für die Leute, die es organisieren müssen jedes Jahr. Das kann ich bestätigen. Und genau, was ich gerade auch schon gesagt habe, was auch genannt wurde, ist, dass es schön ist, dass man hier sozusagen das anarchistische Leben ein bisschen mit dem anarchistischen Netz so kombiniert, mit den zwei Veranstaltungen, die zusammenfallen. Und dann kam noch ein bisschen aus der Orga die Aussage, viel Arbeit, wenig Schlaf, viele großartige Menschen. Und sehr schön auch die Aussage, Datenspuren ist zu Hause. Oh, das ist süß. Also man hat auch bei vielen den Eindruck, es ist so ein bisschen wie so ein Klassentreffen. So, man trifft halt die Leute wieder, die man so aus der Szene kennt. Ja, und alle kommen zusammen. Was übrigens nicht genannt wurde, ist Chaos im Namen der Liebe. Kleiner Insider aus dem letzten Jahr. Ja, da gab es ein ganz großartiges Theaterstück zu, wo das die Antwort einer KI war. Genau, dass die Veranstaltung in Dresden Chaos im Namen der Liebe wäre und nicht die Datenspuren. Ich will das immer noch haben, so als Nerd-Dating-Format oder so. Oh Gott, das hat aber Potenzial, ganz böse zu werden. Ja, genau deshalb will ich das. Ja, danke auch für diese Definition. Magst du direkt mal mit Thema 1? Ich kann direkt mit dem ersten Thema einsteigen und ich kann aber schon mal dazu sagen. Es gibt nur zwei, keine Angst. Genau, wir haben uns darauf beschränkt, dass wir jeweils bloß ein Thema mitbringen und dann machen wir noch einen Aufreger und eine gute Nachricht der Woche jeweils. Genau, also nicht jeweils, sondern also ihr werdet merken, was ich meine. So, genau. Und ich habe was mitgebracht, was Potenzial hat, ein bisschen kontrovers zu sein. Und es ist ein Metathema, weil wir uns auch gedacht haben, wir machen heute vielleicht auch ein bisschen Metathemen. Ich habe es mal genannt, das Patriarchat und seine Folgen. Und zwar gibt es jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen Anlass dazu. Es gibt eigentlich fast immer Anlass dazu, darüber zu reden. Aber wir hatten das jetzt irgendwie in den Medien noch mal ein bisschen prominenter, habe ich das Gefühl gehabt. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, es gab da in Frankreich jetzt zum Beispiel so einen Fall, wo ein Mann seine Ehefrau betäubt und sie 100-fach vergewaltigt bzw. vergewaltigen lassen hat von dutzenden fremden Männern, mindestens 90. Und genau, das wurde jetzt, also das war diese Woche halt nochmal relativ präsent, weil da jetzt irgendwie gestanden hat. Und genau, dann zweites, also ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sondern bloß die Beispiele erstmal nennen. Zweites Beispiel, das ich mitgebracht habe, war, da gab es jetzt, also die Olympialäuferin Rebecca Chaptega, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich hätte es mir vorher mal angucken sollen, wie man das ausspricht, da war ich jetzt aber nicht intelligent genug dafür. Genau, also die ist Opfer eines Femizids geworden und wurde von ihrem Ex-Partner in ihrem eigenen Haus mit Benzin übergossen und angezündet. Genau, das dritte, was ich noch mit ansprechen möchte, ist das dritte Beispiel. Das war der Fall einer angehenden Ärztin in Indien, die in dem Krankenhaus, in dem sie, glaube ich, angestellt war, vergewaltigt und ermordet wurde. Das ist wobei das ein Ort ist, der eigentlich als sicher gilt. Genau, das sind jetzt nur Beispiele gewesen, aber als Folge unter anderem solcher Fälle wurde halt mal wieder und das auch verständlicherweise eine Debatte über die Sicherheit von Frauen in unserer Gesellschaft angefacht. Und da gab es jetzt zum Beispiel ein Spiegel-Plus-Essay von Elisa von Hof mit dem Titel Männer als Täter, die Welt könnte so schön sein ohne euch. Und indem sie auch unter anderem diese drei Fälle, deswegen habe ich die ausgewählt, anspricht. Und ich habe ein paar Zitate daraus mitgebracht, mal so als Einstieg. Also erstes Zitat, Femizide, Gewalt, Rechtsextremismus. Fast alle großen Probleme teilen eine Gemeinsamkeit, Männer. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe es satt. Es wird Zeit, dass ihr endlich an euch arbeitet. Zweites Zitat, Frankreich wird gerade von einem Fall erschüttert, der das nahelegt. Der Fall zeigt nicht nur, zu welcher Gräuel ein Mann in der Lage ist. Er zeigt, dass offenbar fast jeder Mann die Gelegenheit zu Gewalt gegen Frauen nutzt, wenn er sie bekommt. Und kurz danach dann noch, unter ihnen Familienväter, Krankenpfleger, Feuerwehrmänner, Informatiker, ehemalige Militärs, Restaurantmanager, Männer jeden Alters, Männer, die man aus der Nachbarschaft kennt, Männer, die beim Bäcker immer nett grüßen, ein Querschnitt der Gesellschaft.
Das nächste Zitat, Männer brauchen nicht einmal den privaten Raum eines Zuhauses, um Frauen zu quälen oder zu töten. Und dann gibt es quasi das Beispiel, also das Beispiel angesprochen von der indischen angehenden Ärztin. Genau, und wenn ihr euch bis hierhin nicht angesprochen fühlt, wenn ihr denkt, ich bin nicht so ein Mann und ich kenne auch so einen nicht oder ich kenne so einen auch nicht, wie kann es sein, dass fast jede Frau in irgendeiner Form Opfer von Übergriffen wird, aber kein Mann einen Täter kennt? Dazu habe ich auch noch mal ganz kurz einen Querverweis, weil da kann man natürlich bei Statista mal gucken. Da gibt es dann eine Statistik über erlebte Formen sexueller Belästigung. Stand 2020, muss ich dazu sagen. Und da geht es auch nur um Deutschland. Und die allermeisten Frauen, 97% der Befragten, und auch die allermeisten nicht-binären Personen, 95% der Befragten, geben an, dass sie in ihrem Leben schon selbst sexuelle Belästigung erlebt haben. Und sexuelle Belästigung ist ja sozusagen noch das harmlosere Ende von diesem Spektrum. Ja, die Zahl kann ich auch bestätigen, auf jeden Fall. Genau. Und was ich auch noch spannend und eigentlich auch schockierend fand, ist sozusagen, dass man denkt dann halt, okay gut, vielleicht ist es dann durch Worte oder dumme Witze oder so, das ist schon auch das Häufigste. Aber selbst unnötige oder beziehungsweise unerwünschte körperliche Berührungen sind noch jeweils ca. 90%, die das schon erlebt haben. Genau, dann ist noch ein weiteres Zitat. Moment, ich muss mal ganz kurz hier mit meinem Dokument klarkommen. So, okay. Habe ich noch ein weiteres Zitat. Solange dieses Umdenken nicht passiert, entscheiden wir uns in der Frage Mann oder Bär für das Tier. Wir gehen nachts mit einem Schlüssel in der Faust nach Hause, wir haben Angst. So, dazu noch mal kurz, Mann oder Bär, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, das ist so ein Internetding gewesen, haben Frauen beantwortet, ob sie allein im Wald lieber einem Bären oder einem Mann begegnen würden. Und intuitiv haben viele Frauen damit Bär geantwortet als erstes. Und da kann man natürlich dann rein rational irgendwie sagen, ja, es ist vielleicht nicht, also kann man von halten, was man will, aber das ist ja in dem Moment keine rationale Antwort, sondern es ist die halt die emotionale erste Antwort, die dir einfällt. Und da geht es dann um gefühlte Sicherheit sozusagen. Von daher, das ist natürlich schon auch irgendwie bezeichnend, dass da diese Antwort so häufig kommt. Naja, auf jeden Fall das erstmal so als lange Einleitung zu dem Thema. Und ich kann mir halt vorstellen, das ist zumindest das, was ich oft mitkriege, dass viele Männer, wenn sie sowas hören oder lesen, sofort in so eine Abwehrhaltung gehen und sich rechtfertigen wollen. Und das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Aber ich will mal versuchen, irgendwie dadurch jetzt nochmal vielleicht eine andere Perspektive reinzubringen, auch selber als Mann halt. Und genau, vielleicht auch ein bisschen persönliche Erfahrung. Und ja, vielleicht kriegt man den einen oder anderen dann aus der Abwehrhaltung ein bisschen raus. Mal sehen. Also weil es wirkt erstmal natürlich ein bisschen unfair als Angriff, so ja, ihr seid alle schuld. So, wobei man sagen muss, von Schuld wird ja eigentlich selten gesprochen. Es ist ja eigentlich meistens eher das Wort Verantwortung, was vorkommt. Und ich glaube, dass es da auch häufig nicht die Bedeutung ist, du trägst die Verantwortung dafür, dass etwas passiert ist, sondern eher du trägst die Verantwortung dafür, dass es nicht wieder passiert oder nicht mehr so oft passiert. Und ja, ich habe gesagt, eigene Erfahrung. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, ich würde mich bezeichnen als jemand, der eher aufgeklärt ist, der eher, ja, weiß ich nicht, sich nicht so oft hoffentlich wie ein Arsch verhält. Aber auch ich habe in der Vergangenheit rückblickend betrachtet auf jeden Fall mich schon übergriffig verhalten. Und das war nicht bewusst oder irgendwie bösartig in dem Moment, sondern einfach ignorant, unwissend. Ja, also auch ein Stück weit, das ist vielleicht auch ein Punkt schon, dass man einfach dieses Umfeld hat. Also dass man einfach, man wächst in einem Umfeld auf, in dem es völlig normal ist, sexistische Witze zu machen zum Beispiel, frauenfeindliche Witze zu machen. So, und das färbt. Allein, was ich im Gaming immer diskutiert habe bei uns im Clan, dass Fotze kein Schimpfwort ist und ich dann irgendwann die Jungs immer als Pimmel bezeichnet habe oder halt geragequittet bin. Also, ja. Genau, ja. Und es gab dann aber zum Glück in meinem Leben irgendwann andere Männer, die mich zur Seite genommen haben und gesagt haben: Ey, pass auf, das ist einfach scheiße, wie du dich hier verhältst, mach das mal nicht, bitte. Mhm. Und es ist dann auch irgendwann bei mir angekommen, sozusagen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, um den es auch geht. Also, nicht einfach hinnehmen, wenn sowas passiert, sondern auch mit den Leuten reden und den Leuten halt sagen, ey, das ist nicht okay, was du machst. So. Und was ich gerade schon angesprochen habe, es geht halt auch um solche Witze und solche Sprüche, weil sagt ihr immer was? Also ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die dann hier sitzen und sagen, naja, also ich bin ja wirklich nicht so, ich mache das nicht, ich habe das noch nie gemacht. So. Aber wenn jemand anders jetzt irgendwie einen dummen Spruch macht oder einen Witz macht, sagt man da immer was? Also ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich nicht immer was gesagt habe. Und dass es für mich auch manchmal so war, dass ich den bequemen Ausweg gewählt habe und gesagt habe, naja komm, also es betrifft mich nicht, also kann ich auch einfach die Fresse halten und einfach hier
wie soll ich sagen, mir nicht die Situation kaputt machen. So. Aber man muss sich, glaube ich, immer mal wieder auch vor Augen führen, dass Frauen bzw. nichtmännliche Personen diese Wahl oft nicht haben, weil sie halt selbst das Opfer sind und deshalb nicht einfach weghören oder wegsehen können. Na, selbst in so gemischten Gruppen, wenn ich so miterlebe, dass das ist meistens so in Beziehungskonstellationen oder so, dass dann der Freund irgendwas Komisches zu der Freundin oder so sagt, das sind fast dann immer Finters, die dann mit eingreifen. Das sind halt fast nie Kerle und da habe ich halt auch oft schon die Begründung so gehört, ja, aber ich will dich ja dann nicht bevormunden und im Moment, wo ich mir denke, ja, aber es ist halt super supportive, wenn du halt irgendwie signalisierst und jetzt nicht wieder die bösen Frauen mit der Feminismuskeule kommen müssen, jetzt mal so ganz plakativ gesagt. Mhm. Es macht halt dann schon so viel mehr aus, wenn du halt siehst, okay, es sind nicht nur die Sisters, die sich miteinander verbünden, sondern halt auch Support nochmal von der anderen Seite kommen. Ja. Also das ist halt so wertvoll eigentlich. Und weiterer Punkt, der mir einfällt, ist das Thema, das ist natürlich was eigentlich auch für viele Themen gilt oder für viele Bereiche gelten kann, aber das Thema Opfer im Glauben. Also quasi, wir haben Fälle wie, ich nenne mal zwei Beispiele, die relativ prominent waren, Rammstein oder Mockridge, wo man natürlich das auch, also wahrscheinlich haben das viele von euch mitbekommen, wo dann halt häufig diese Haltung ist, naja, also es ist ja irgendwie niemand verurteilt, deswegen kann ich da jetzt auch kein Urteil mir selber bilden oder so. Aber so ist es ja nicht. Ihr seid ja kein, also ich bin kein Gericht, ich bin auch kein Richter. So, vielleicht sind Leute hier Richter, es kann sein, aber ihr seid nicht immer Richter, so, ihr seid nicht immer in dieser Rolle. Und ihr entscheidet nicht nur nach juristischen, sondern eben auch nach moralischen Punkten. Und zu sagen zum Beispiel, ja, dass man niemanden vorverurteilen will, ist ja erstmal auch gut. So. Aber ich finde es dann immer schade, dass man das nicht zu Ende denkt. Also dass quasi dann gesagt wird, naja, also das ist jetzt, macht nicht jeder natürlich. Aber es gibt dann immer mal so Aussagen wie, was weiß ich, die will ja nur Fame oder so dadurch haben. So, und damit unterstellst du ja aber dem Opfer zu lügen. Und das ist ja genauso eine Vorverurteilung. So. Und das ist natürlich total schwer, da die Balance zu finden. Aber sowas gehört für mich halt auch noch mit dazu in dieses Thema. Genau, und was ich halt noch sagen wollte, ist sozusagen, es heißt für mich nicht, dass man jetzt, also dass jetzt sozusagen du als Mann diese Probleme alle selber lösen musst oder irgendwie, keine Ahnung, bösen Männern alle irgendwie aufs Maul hauen musst oder sowas. Das heißt halt vor allen Dingen in meinen Augen, dass du, also einmal, genau, du musst, wenn du Missstände mitkriegst, dann sag was oder tu was dagegen. Und das heißt nicht immer, man muss physisch dazwischen gehen. Es kann auch heißen, keine Ahnung, Unterstützung irgendwie holen, Polizei rufen oder was weiß ich, worum es auch, je nachdem, worum es geht. Ne? Und auch halt, wir, also einfach sich bewusst werden, wir können mit beeinflussen, wie sich das in Zukunft entwickelt, indem wir es vorleben, indem wir halt einfach das Richtige in Anführungszeichen weitergeben. Und ich habe das Gefühl, dass da auch nicht wirklich viel mehr verlangt wird, meistens. Halt, verhalte dich nicht wie ein Arsch, lern draus, wenn du dich mal wie ein Arsch verhalten hast und lass es zukünftig sein und mach die Fresse auf, wenn sich jemand anders wie ein Arsch verhält. So, und klar, dann gibt es noch vielleicht ein paar andere Sachen, dass man sagen kann, weiß ich nicht, wenn du Kinder hast, dann gib denen die richtigen Werte mit auf den Weg und so ein Kram, aber das ist halt dann wieder individuell. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, es geht ja hier auch nicht um individuell, also wenn jetzt gesagt wird, ohne Männer wäre die Welt eine schönere, dann ist das nicht quasi in meiner Augen zumindest kein individuell, also kein Angriff auf eine individuelle Person, auf irgendeinen speziellen Mann, sondern es geht um das soziale Konstrukt Männer in unserer Welt. Und ein Stück weit, was ich auch noch einen Punkt finde, ist sozusagen, es ist hier eine Frau, also eine Person aus einer systemisch diskriminierten und benachteiligten Gruppe, immer noch leider, die sozusagen eine Gruppe angreift, die halt systemisch bevorzugt ist. Vielleicht nicht in jedem einzelnen Bereich, es gibt da vielleicht nochmal Detailunterschiede, aber insgesamt halt schon immer noch ziemlich krass. Genau. Und das ist halt das ist, glaube ich, das, wo man, glaube ich, also ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man sowas liest, dass man sich seine eigenen Privilegien bewusst ist. Also natürlich kannst du auf individueller Ebene wieder irgendwo diskriminiert sein, weil du, keine Ahnung, in der Schule gemobbt wurdest oder sowas, aber halt, naja. Ich fand's halt krass, also ich habe das halt auch so ein bisschen Diskussionen dazu im Feniverse gelesen und dass halt unter diesem Satz eine Welt ohne Männer wäre eine schönere, das ist ja natürlich sehr verkürzt alles, aber dass dann Leute so, ja, es kamen dann Leute so mit Argumenten, ja, okay,
eine Welt mit nur Männern würde schneller aussterben als eine Welt mit Frauen wegen Samenbank, wo ich mir denke, Digga, es geht hier nicht darum, dass die Menschheit ausstirbt oder so. Ja. Es geht einfach darum, was halt vielen Männern so im Kopf auch gepflanzt wird, seit Kindesbeinen, was okay ist und was nicht. Genau. Und das ist das Problem. Ich glaub, der Pimmel oder kein Pimmel, also wirklich. Das ist, ich glaube, wir kennen das auch alle irgendwo ein bisschen, dass das, also ich weiß nicht, gut, jeder wächst irgendwie anders ein bisschen auf, aber zumindest habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, bei mir war das halt so, so unter den Jungs war das vollkommen normal, dass du irgendwelche frauenfeindlichen Witze machst, so, und die Leute haben gelacht und dann war das halt so, aber es ist halt nicht okay, so, also es ist so, man hat es damals gedacht, es ist okay, aber es ist nicht okay, so, und keine Ahnung. Und wahrscheinlich ist es dann noch schlimmer, wenn man dann eben guckt, was geben Väter so an ihre Kinder halt weiter. Ja. Und dieses, das ist natürlich auch irgendwo ein Kreislauf, aus dem schwer auszubrechen ist, dieses zum Beispiel diese toxische Männlichkeit, dieses Bild halt, du darfst nicht weinen oder so ein Kram. Ja, also das spielt da alles irgendwie mit rein. Aber ich glaube, das Problem ist... Riesenthema, genau. Aber ich glaube, vielleicht der Punkt, wo wir Empfehlungen an vielleicht zum Beispiel den Lila-Podcast geben könnten, wenn ihr euch mit dem Thema Feminismus, wir haben auch eine Folge, nee, zwei Folgen zu Männlichkeit gemacht, eine zu wie erziehe ich feministisch Jungs, was auch bei dir angeklungen ist, ja. Ja, genau. Ich muss auch noch. Ja, klar. Also genau, ich werde dem Thema sowieso nicht gerecht, dafür reicht die Zeit nicht, aber und ich bin wahrscheinlich auch nicht die richtige Person dafür. Aber genau, es gibt auf jeden Fall genügend Materialien, wo ihr euch da weiterbilden könnt. Es hat anderen Impact, wenn du das ansprichst, als ich es so. Dann kommen wir aber trotzdem mal zu deinem Thema, würde ich sagen. Man könnte es fast sagen, es ist auch so ein bisschen die Gewaltfolge. Denn ich habe auch, weil ich habe jetzt, ich habe es genannt, organisiertes Cybermobbing mitgebracht, weil wir da auch wieder relativ neuere Fälle haben und das auch so ein bisschen zeitloseres Dauerthema ist. Da bin ich eigentlich drauf gestoßen, als ich für letzte Folge nochmal zum neuen Sicherheitspaket der Ampel recherchiert habe, was absolut lost ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und da bin ich dann so ein bisschen, als ich mich mit dem BKA und aktuellen Einsätzen auseinandergesetzt habe, so in ein kleines Recherche-Rabbit-Hole nochmal gefallen, das ich jetzt für euch mitgebracht habe, nämlich das organisierte Mobbing gegenüber StreamerInnen und anderen eben reichweitenstarken Leuten im Internet und da Regelungslücken vor allen Dingen zu. Es gab Anfang September einen Fall mit Durchsuchung bei mutmaßlichen Anführern der Online-Gruppierung New World Order, also so die Überschrift auch aus der PM des BKA. Ihr Lieben, seid da oben bitte ein bisschen leiser, danke. Was ist erstmal die New World Order oder auch Neue Weltordnung? Ich habe dieses Mal eine Definition vom Bundesamt für Verfassungsschutz mitgebracht, nicht von einer politischen Bildungszentrale. Historisch ist es eigentlich der Begriff Neue Weltordnung, wurde mal nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den frühen 90ern in den USA geprägt, wurde zunächst eigentlich ein globales System der kollektiven Sicherheit beschreiben sollte und dann kam die Nazis, dann kamen die Rechtsextremen wieder und haben alles umgedeutet. Und heute bezeichnet es eigentlich meist so eine Verschwörungstheorie, in der eine... Irgendwie auch ein häufigeres Muster, oder? Da kamen die Nazis und haben es umgedeutet. Na, wer keine eigenen guten Ideen macht andere kaputt. Die halt eine fiktive, globale, meist jüdische Elite sehen, die einen geheimen Plan verfolgt, die Völker alle so nationalstaatliche Grenzen abzuschaffen und ein autoritäres Weltregime zu installieren. Das ist natürlich alles vermeintlicher Quatsch, also riesengroßer Quatsch. Und diese vermeintliche Online-Gruppierung jetzt, die sind da schon ein bisschen in der Richtung, die haben sich ja danach benannt. Also da weißt du, was das wieder für Früchtchen sind. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, systematisches Cybermobbing und halt auch Cyberstalking zu betreiben und sich da eben spezialisiert haben. Was ist krass. Ja, nett. Was jetzt genau passiert? Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, ZIT, es gibt sowas in Deutschland, und das Bundeskriminalamt sind Anfang
des Monats gegen 10 mutmaßliche Mitglieder der New World Order vorgegangen, die dort wohl Führungspersönlichkeiten in diesem Online-Konstrukt waren. Vorgehen heißt, es gab Hausdurchsuchung des BKA in den Wohnungen, wie immer mitten in der Nacht. Und ja, das war jetzt verteilt in Bayern, Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen in 10 Wohnungen, halt in 6 Bundesländern, und es wurden ganz klassisch elektronische Geräte eingesagt, Speichermedien mitgenommen, also so wie wir das wahrscheinlich alle schon mal von Hausdurchsuchungen gehört haben. Und die hoffentlich noch nicht erlebt. Wenn wir lange suchen, finden wir Leute. Wir kennen zumindest über Ecken hier mit Sicherheit. Okay, anderes Thema. Die Vorwürfe. Online-StreamerInnen wurden Opfer von sogenannten, also ja, eben von diesen geplanten Angriffen. Diese Opfer werden Masken genannt intern, und es werden meistens Leute ausgewählt, die irgendwie zu einer vulnerablen Gruppe gehören, meist kognitiv beeinträchtigte Menschen, die irgendwie auch so schon systemische Diskriminierung erfahren. Und diese Gruppe von der New World Order hat wohl Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen und oder volksverhetzende Inhalte in die Kommentare gespammt, bei den Streams zum Beispiel, also Nazi-Scheiß, Hakenkreuze, so was man sich da klassisch vorstellen kann. Und Ziel ist auf der einen Seite natürlich Demütigung der Zielobjekte, sondern eben auch, dass die dann aufgeben sollen und ihre ganze Online-Präsenz löschen. Also wirklich dieser Spruch, lösch dich, in ganz real gesehen. Und das sind dann diese sogenannten Masken-Games, und das ist eine, ja, es ist alles ganz eklig. Und noch eine weitere Methode ist auch, dass sie halt herausfinden und veröffentlichen, was es für personenbezogene Daten über die Leute rauszufinden gibt, die streamen. Also dann die Sachen werden dann gern auch in den Streams gedoxt. Also als Doxing wird das öffentliche Veröffentlichen von privaten Informationen bezeichnet. Und das funktioniert unter anderem, soweit ich weiß, auch, glaube ich, wenn die sowieso schon öffentlich sind. Ja, aber es heißt ja trotzdem nicht, dass man es findet. Also ich habe auch meine Handynummer in meinem Impressum zum Beispiel, aber es ist was anderes, wenn Leute das nochmal recherchieren müssen, als jetzt gezielt halt an diverse Nazi-Gruppen meine Telefonnummer nochmal zu geben. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Genau, und das, also sie haben natürlich so öffentlich zugängliche Sachen gesucht. Sie haben das auch mit manipulierten Telefonnummern versucht, mit so über Ecken, dass es angeblich Fans gewesen wären, Vorspiegelung falscher Identitäten, auch bei so öffentlichen Datenbanken, bei Behörden angerufen, um da Sachen rauszubekommen. Und also das wirklich auf einem relativ hohen Professionalitätslevel, was halt sehr gruselig ist. Und eine weitere Methode ist auch der Missbrauch von Notrufen für die Demütigung. Also beispielsweise, dass die Feuerwehr dann wegen eines vermeintlichen Brands angerufen wird, dann eben in der Wohnung, wo schon die Adresse rausgefunden wurde, also so als Steigerung davor, und dass dann ja, gesagt wird, dass da irgendwie ein Gasnotfall wäre und das Gasgeruch aus der Wohnung kommen würde oder irgendwelche Notfälle. Und dann, wenn die Leute streamen, soll dann eben dieser Stream von der Polizei, von wen auch immer, halt gestört werden. Und das ist dann so ein bisschen das Ziel, also ein Fall, wo viele das vielleicht, du wolltest gerade, sorry. Es gibt ja, also ich meine, das hat man ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, das gibt es ja in den USA auch ganz extrem mit dem Swatting. Ja, genau. Und da sind ja sogar, also das ist jetzt, glaube ich, hoffentlich in Deutschland noch nicht passiert, aber Doch. Ich meinte jetzt, also worauf ich hinaus wollte, in den USA ist es ja so weit gegangen, dass da auch Leute schon halt getötet wurden dadurch. Okay, also das kenne ich zum Glück noch nicht, aber es gab auch bekanntere Fälle mit dem Swatting. Vielleicht ist es schon bei der einen oder anderen Person hier so im Hinterkopf aufgeploppt. Um Drachenlord gab es da ja auch viel, auch eine kritische Person, aber was da mit den sogenannten Drachen-Games abgelaufen ist, extremst gruselig. Habe ich nachher auch nochmal eine Podcast-Empfehlung dazu. Ja, oder halt auch so verhältnismäßig neue Methode ist einfach massenhaft Pizza-Bestellungen an die Person und dann halt möglichst auch im Stream.
Ja, also das sind die Vorwürfe soweit. Und was ein bisschen logisch ist, wenn ich mir so den deutschen Staat angucke, aber was auch sehr kacke ist, es gibt da halt super krasse Regelungslücken. Und ich will nicht mehr Überwachung, ich will nicht mehr Kompetenzen für Polizei und so, aber wir haben halt da echt ein Problem, was Täter angeht, dass da einfach ganz oft keine Strafnormen da sind, was natürlich auch dann Betroffenen Schutz schwierig macht. Also der Stalking-Tatbestand des Paragraph 238 hat halt, ist super unzureichend. Das ist ja ein verhältnismäßig neues Gesetz auch, aber es gibt ganz viele Fälle eben bei online nicht. Also das führt halt so weit, dass viele StreamerInnen, wenn sie halt solche Fälle haben, nicht mal zur Polizei gehen, weil sie halt denken, es wird halt sowieso nichts oder halt wieder heimgeschickt werden, weil, ja, weil die Polizei einfach überfordert ist und weil die Rechtslage auch nicht viel hergibt. Da habe ich vielleicht noch ganz kurz was, ja, was ich einwerfen gerne. Kann. Ich habe es leider nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich habe natürlich, ich habe ja vorhin diese Statistik angesprochen mit hier erlebter sexueller Belästigung und da ist natürlich auch nach Stalking gefragt worden und das waren glaube ich auch 40% oder 50%, die da gesagt haben, ist mir schon passiert. Ja, also ich kenne auch erstaunlich viele Fälle, aber halt sehr wenige, wo wirklich auch dann Unterstützung von der Polizei funktioniert hat, gerade wenn es dann halt so diese Sachen auf Online-Plattformen schreiben angeht und so. Aber selbst dieser Missbrauch von den Notrufen ist halt nicht ordentlich geklärt. Also es ist 145 StGB und da gibt es zum Beispiel eine Lücke bei Meldungen per E-Mail oder Online-Portalen. Das deckt halt Notrufe ab, aber wenn du jetzt der Polizei ein E-Mail schreibst oder das Online-Portal dann nutzt oder so, dann fällt das formell da nicht drunter. Es ist einfach nicht geregelt und was, sorry, aber wie viele Leute telefonieren heutzutage? Es sind schon wenige. Also es ist total weltfremd und also wir haben auf der einen Seite halt so super krasse, unnötige Überwachungspakete, die wir uns ausdenken und so sinnvolle Regelungen, die eigentlich dann wirklich mit der neuen digitalen Welt sich aus... Neuen digitalen Welt, jetzt mal ganz ehrlich, also wie lange bin ich im Internet? Also es ist halt auch Quatsch. Aber haben wir nicht und da sitzt auch niemand dran so gefühlt. Und das ist, unser Strafgesetzbuch ist halt einfach auch nicht aus diesem Jahrhundert, so gar nicht gefühlt. Es ist halt nicht so effektvoll sozusagen. Ja. Als wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt überall Videoüberwachung. Das ist natürlich, ja, das hat erstmal gleich so einen Impact. Ja. Also ich habe da so einen ganz großen Wunsch in Raum. So also langfristig sind, hilft natürlich das nicht, ja, aber ne, also ja, gar nicht. Aber, ne. Ja, ja, ach, das ist echt schwierig. Und ich hätte halt gerne so ein bisschen Gesetze, die in diesem Jahrhundert angekommen sind. Und ohne das, also selbst wenn du das Thema wieder groß aufmachst, kommen dann wieder Leute mit Klarnamenzwang zum Beispiel, so unter dem Motto, oh, da passiert was in Chats. Das würde alles nicht passieren, wenn er da stehen würde, dass das der Holger sonst was wäre. Ja, eben, guck auf Facebook, das ist so ein Quatsch. Das sind so viele Leute, die ja einfach unter ihrem Klarnamen wirklich richtig schlimme Sachen schreiben. Ja, eben. Ja, genau. Anders. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass, genau, das Problem ist nicht der Name, das Problem ist, dass es nicht ordentlich verfolgt werden kann, sage ich jetzt mal. Ja, na, beziehungsweise es wird auch einfach keine Regelung für Dinge, genau, die im Internet passieren haben. Ja. Und wenn, dann soll dann wieder alles dokumentiert, gespeichert und überwacht werden. Das ist halt Quatsch. Ja, so. Kein positives Fazit dazu. Aber wir haben ja eben ein bisschen verkehrte Welt. Vielleicht reg ich mich jetzt direkt nochmal auf. Du regst dich heute auf, genau. Und ich mache dann eine gute Nachricht. Genau, also es ist auf den ersten Blick wirkt es vielleicht nicht ganz wie ein Aufreger, aber wer mich kennt, weiß, dass wenn du dich darüber aufregst, ist es ein Aufreger. Ja, okay. Ich habe mitgebracht, frei zugängliche Außenkommunikation als Bundesbehörde brauchen wir nicht. Oder doch? Vielleicht hat das irgendwer mitbekommen. Ich hatte es erst auch nicht ganz so auf dem Schirm, wie es ausgegangen ist, aber da habe ich letzte Woche viel drüber geredet. Das Bundesministerium für Bildung hat den eigenen Mastodon-Auftritt gecancelt und ihn dann nach vielen Beschwerden wieder aufgenommen. Kurzgeschichte ist, am 4. September gab es einen Beitrag. Bis auf Weiteres haben wir uns entschlossen, unseren Mastodon-Kanal ruhen zu lassen. Folgt uns auf unseren anderen Kanälen für spannende News zu den Themen Bildung und Forschung. Und dann wurden angeführt X, Insta, LinkedIn, Facebook. Also alles ein bisschen furchtbar. Ja, und mit so einem scheiß passiv-aggressiven Bild auch noch dazu. Also es war viel zu freundlich, so, hallo, wir gehen jetzt. Und dann war das so ein schön bunt und das Bild zeigt so die
den Berliner Dienstsitz des BMBF. Die Bildaufschrift lautet: Nicht viel los hier? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Unser Mastodon-Kanal ruht bis auf Weiteres. Folge uns doch auf eben dann die gewählten Kanäle. Und dann gab es weit über 500 Kommentare zu dem Nicht viel los hier. Und dann kam ein neuer Post am 11. September mit: Liebe Community, wir sind überwältigt von der Vielzahl an Rückmeldungen hier im Feliverse. Wir planen daher, hier aktiv zu bleiben. Und es wirkt ein bisschen wie, ach, sie hören doch auf die Community, aber ich habe da so Punkte. Also, sie haben doch noch geschrieben, so zwei Punkte: Wir hören euch und wir suchen auch Verstärkung fürs Social Media Team. Also, wenn ihr Bundeszentralen bei Social Media helfen wollt, die haben da anscheinend Bedarf. ich verlinke das dann alles nochmal zum Nachlesen. Aber warum ich mich jetzt so aufrege, ist halt so, da sind wir wieder bei dem, also ihr könnt doch nicht als Alternative für eine Kontaktaufnahme, für Informationsverbreitung sagen, geht zu Meta, geht zu Elon Musk. Also es ist halt ein Ministerium, das geht einfach nicht, es kotzt mich so an. Also, und ich reg mich halt nicht drüber auf, dass sie halt dann so wiedergekommen sind und das ist alles so ein bisschen, ich habe mich verarscht gefühlt von dieser freundlich-fröhlichen Kommunikation, aber das ist wahrscheinlich so die B-Note, ich reg mich auf, weil sie gegangen sind. Weil das ist halt deren fucking Job, Informationen frei und mit möglichst wenig Barrieren bereitzustellen. Und wenn die Webseiten alle ansprechender wären, dann könnten wir uns das vielleicht auch sparen mit Social Media. Aber es ist nun mal, wie es ist. Die sind alle kacke. Und also, dann muss eine Alternative geschafft werden. Und wenn sie jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Chat-Funktionen bei sich einbauen, dass wir alle über Matrix oder XMPP oder sonst was mit den Ministerien chatten können, dann muss man halt irgendeine andere Art. Die können von mir Peertube-Streams machen, ist mir Bums, aber dann müssen sie halt gucken, dass sie irgendwas im Feliverse schaffen oder eine Alternative auf ihrer Website, dass es geht. Und du kannst nicht sagen, unsere Außenkommunikation ist bei Walled Gardens, wo wir dann wieder halt zum Beispiel beim Tracking sind etc. Und vor allen Dingen, das ist ja nur die Datenebene, wo halt auch einfach Fake News verteilt werden, wo Hass verteilt wird, wo halt faktisch super Probleme mit Moderation sind, also sorry, nee, also das ist halt deren verfickte Pflicht und es ist sowieso ein Skandal, wie wenig Behörden da sind. Also ich habe es am Rande mitgekriegt gestern hier beim Podcast, so das kurz das Thema war mit Behörden auch im Feliverse. Ich meine, ja, es ist schön, Frau Hundert, dass wir halt jetzt einen sächsischen Mastodon-Server haben, aber da dürfen halt Landesbehörden drauf. Naja, geil, Stadt Dresden ist da eigentlich nicht erwünscht. Was soll denn das? Also es ist halt, selbst die Sachen, die es gibt, sind nicht zu Ende gedacht. Ich hasse das. Sagen wir was Gutes, du hast noch eine gute Nachricht. Ja, ich wollte bloß kurz noch einwerfen, weil es mir gerade dazu jetzt natürlich einfiel. Das BMBF bietet eigentlich theoretisch auch Potenzial, hätte theoretisch Potenzial für mehr Aufreger geboten, weil es ja auch, also ich sage bloß Stichwort Batterieforschung. Du auch allein so. Bildung, warum sollte Bildung irgendwie sich darauf versteifen, frei erreichbar zu sein? Ja. Also ich meine, das ist in Deutschland sowieso, obwohl gut, wir sind schon besser als andere Länder, aber also nicht, naja. Ja, aber ich wollte bloß gerade sagen, so Bildung, freie Bildung ja ist sowieso so ein Ding. Ja. Ja. Aber jetzt erzähl mal was Nettes. Bitte. Genau. Als gute Nachricht der Woche habe ich mitgebracht, ist wirklich eher ein kleines Thema, aber vielleicht ist das auch ganz gut, dass wir jetzt da nicht noch ewig Zeit verbrauchen. Ich habe es genannt, Berliner Polizei muss letzter Generation Gebühren zurückzahlen. Die Berliner Polizei darf von KlimademonstrantInnen, die sich bei Blockaden an der Straße festgeklebt haben, keine Gebühren mehr für deren Ablösung verlangen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin lehnte eine Beschwerde des Landes Berlin gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom vergangenen Jahr ab, wie aus dem Beschluss am 10. September hervorgeht. Das ist aus der Berliner Zeitung übrigens. Im konkreten Fall ging es um einen Klimaaktivisten der letzten Generation, der sich im Juni 2022 auf einer Straßenkreuzung festgeklebt hatte und von der Polizei entfernt worden war. Und die hat dafür dann später 241 Euro verlangt. Ist das der Stundenlohn? Also keine was Ahnung. Ist denn daran so teuer? Lösungsmittel? Also sorry, also nee, eine Nagellack-Flasche? Das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber der musste tatsächlich nicht abgelöst. Also der war nicht fest, er konnte einfach so gehen. Ah, schön. So.
war der so schwer? Wahrscheinlich, war das das Teure? Was ist das? Also es ist kein schlechter Minutenlohn dann. Dann gab es jedenfalls circa ein Jahr später vom Verwaltungsgericht ein Eilverfahren, wo dann entschieden wurde, dass es dafür keine gesetzliche Grundlage gab, also für die Gebühr. Und begründet wurde die Gebühr halt damals, damit, dass es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Ordnung gegeben hätte. Ja, aber woran stehen da Kosten? Nach Auffassung des Gerichts gehört so eine Aktion aber nicht zu den Fällen, in denen die Polizei eine Gebühr für ihren Einsatz verlangen darf. Also das ist im Grunde deine Meinung. Ja. Um eine Gebühr erheben zu können, sei rechtlich eine Ersatzvornahme oder eine unmittelbare Ausführung nötig. Und nach der eingelegten Beschwerde halt folgte dann das OVG dieser Argumentation jetzt vor kurzem und damit ist der Beschluss unanfechtbar. Ja, der Verein Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft rechnet jetzt damit, dass das Land Berlin rund 300.000 Euro an AktivistInnen der letzten Generation zurückzahlen muss. Allerdings muss man da gleich mal dazu sagen, das ist alles andere als sicher, weil eigentlich nur die Gebühren der Bescheide zurückgezahlt werden müssen, die die gleiche Begründung haben. Aber es ist trotzdem ein kleiner Sieg sozusagen. Es ist so ein bisschen ein Zeichen auch mal wieder, wie soll ich sagen, dass man Leute, die ihr Recht auf, also die einfach quasi Demonstrationsfreiheit sozusagen nutzen, dass sie da, oder Versammlungsfreiheit besser gesagt, dass sie da nicht, also dass man die nicht einfach, sage ich mal, irgendwie schikanieren kann mit irgendwelchen hanebüchenen juristischen Dingen. Es ist auch auf der Metaebene aus moralischer Sicht super wichtig, weil wir kriminalisieren in Deutschland ja sowieso ganz krass Klimaprotest, die halt, super milde, langweilige Mittel nehmen, ja. So im Vergleich. Also denk mal an Hausbesetzer in Szene oder sowas oder Nazis auf die Fresse hauen. Das ist alles viel krasser eigentlich. Und ja. Die sitzen halt mal irgendwo in einer herzlichen Glühstrumpf. Also. Ja, und man muss halt, das finde ich halt auch immer, das passt wieder ein bisschen zu dem Überwachungsding, dass man natürlich, das haben wir ja, glaube ich, auch bei uns schon mal gesagt, das muss man sich auch immer mal wieder im Kopf halt, glaube ich, behalten, wenn dann irgendwie gesagt wird, naja, das ist ja nur für Terroristenabwehr oder Terrorismusabwehr. Und dann bezeichnen wir aber, Klimaaktivisten als Terroristen. Da, ja. Das ist halt nicht nur deshalb gefährlich, aber auch deshalb gefährlich. Ja. Aber ein kleiner Teilsieg, das stimmt. Und vor allem, ich glaube, moralisch auch wichtig, ja, dass sie nicht nur aufs Maul kriegen. Kann man jetzt von der LG halten, was man möchte, aber ja, das ist halt einfach trotzdem Forderung. Quatsch gewesen. Gut. Ja, danke für die gute Nachricht und ich würde sagen, jetzt kommt der Dresden-Teil, wo du gesagt hast, ist gar nicht so viel, weil ich habe ja noch die Trends dabei. Wir haben immer im Podcast so eine kleine Sektion der Trends vom Mastodon-Server Dresden Network, den ich moderiere. Da gucke ich mir auch die Trends an. Und ja, da haben wir jetzt quasi mitgebracht, worüber Dresden so redet. Und wir liegen gut in der Zeit. Ich nehme jetzt nur die dicken, die dickmarkierten mit. Okay. Am 11. September schrieb Autonomie und Solidarität, der CCC droht mit Anleitungen zur Überwachungssabotage. Zivilgesellschaftliche Verbände sind empört über das Sicherheitspaket der Bundesregierung. Der billige Populismus spiele rechtsextrem in die Hände. Nach Ansicht des CCC lässt sich die Bundesregierung von den Faschisten treiben und schwenkt in Rekordzeit von Anonymität Waren zu alle biometrisch überwachen. Der Hackerverein kündigte an, wenn dieser Gesetzesentwurf verabschiedet wird, dann genügt es nicht mehr, schöne Stellungnahmen zu schreiben und alle 3 Jahre eine Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung zu organisieren. Künftig müssten wir dazu anleiten, Überwachungsmaßnahmen zu sabotieren und abzuschalten. Ja. Ja. Also wir haben es ja schon gesagt, das neue Überwachungspaket ist einfach ein bisschen die Hölle. Ich habe auch noch mitgebracht Guido Kühn und das heißt, ich werde jetzt Bitbeschreibung auch ein bisschen mitmachen müssen. Er hatte was dabei zu dieser Kombination Klima und die Konservativen beschäftigen sich mit sich selbst. Die konservativen Parteien SPD bis CSU haben sich auf ihrer Butterfahrt nach gestern völlig verirrt. In hoher Frequenz ventilieren sie auf der Flucht vor der Einsicht, dass sie gerade vom Klima überfahren werden. Immer schriller Stammtischpopulismen von Bürgergeld, Diskreditierung bis Migrationspanik. Und Bildbeschreibung dazu, es war eine Illustration von Söder, Scholz und Merz an einem runden Tisch. Alle stehen hüfthoch im Wasser. Söder, wir müssen diese grüne Ideologie stoppen.
Scholz denkt, wie kann ich 2025 Vizekanzler werden? Und Merz sagt gestikulierend, warum schließen wir nicht einfach die Grenzen? Und da war noch so eine Textzeile, aktueller Stand der Klimaschutzdebatte. Fand ich gut. Also Guido haut ja eh immer ganz gute Sachen raus, aber das war besonders gut. Ja, ich will jetzt hier deinen Plan nicht kaputt machen, aber ich muss sagen, da passt halt das von Arne Semsroth, was du eigentlich mitgebracht hattest, auch noch mit. Ja, das passt gut. Dann liest du das gerne nochmal vor. Der hat dann am 13. September geschrieben, wir haben euch gehört, die größten Millionen-Demos in der Geschichte der Bundesrepublik sollen endlich zu politischen Maßnahmen führen und deswegen bekommt ihr jetzt Haftlager an Deutschlands Grenzen. Ja, und er hatte noch ein Bild dazu mit Olaf Scholz, Annalena Baerbock bei den Januar-Demos, also den großen Brandmauer-Demos. Und ich muss leider lachen. Ja, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, es ist wirklich Realsatire. Noch mit dabei wieder ein anderes, ernsteres Thema. Die Folie schrieb am 16. September, heute ist der zweite Todestag von Jina Mahsam Amini, islamische Sittenwächter, nahm die 22-Jährige im Iran wegen eines nicht richtig sitzenden Kopftuchs fest. Wenige Tage später, am 16. September 2022, starb sie. Woman Life Freedom, gab leider keine Bildbeschreibung dazu. Es war ein Porträt von Jina Mahsa und also hat mich auch so ein bisschen getroffen, weil das hatten wir auch bei den Datenspuren damals, ist es dann halt auch so direkt da drauf gefallen und eigentlich halt so eine krasse Meldung in der ganzen Welt und wir organisieren so ein bisschen unsere schöne Veranstaltung. Da muss, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass wirklich schon wieder 2 Jahre her ist. Und dann, ich habe noch eine, dann bin ich durch mit den Trends. Ja. Eine kleine Nachricht habe ich noch. Julia schrieb am 17. September, selbst wenn es wenig überrascht, der Job von JournalistInnen ist es, Belege zu sammeln und im gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. NDR, WDR und SZ sind an internes Material einer Agentur gekommen, die für Russland Desinformation verbreitet. Indem wir unsere Informationsangriffe sorgfältig vorbereitet haben, glauben wir fest an den endgültigen Sieg. Das Schlachtfeld sind die Köpfe der Bewohner des Planeten Erde. Auf diesem Schlachtfeld werden wir herrschen. Und dann noch ein Link von der Tagesschau dazu. Ja, über diesen Link und Putins Lügenmaschine, das habt ihr bestimmt auch so mitgekriegt, das ging ja auch jetzt viel durch die Medien. Ich hätte es als Thema mitgebracht, wenn wir mehr Themen gehabt hätten. Ja, genau. Also das war auch was ich auf jeden Fall auch mitbekommen habe, was auch ein potenzielles Thema gewesen wäre. Ja, aber ich habe es in die Trends geschmuggelt. Es war aber auch hoch in den Trends. Und ich fand Julias Weiterleitung zu der Tagesschau auch sehr gut. Auch die Trends verlinkt mal wieder im Nachgang. So, Trends fertig. Ja, kommen wir zu den Empfehlungen, würde ich sagen. Ich schmeiße es jetzt hier nur noch mal kurz mit rein, Lila Podcast. Ja, auf jeden Fall immer eine gute Empfehlung. Eins der wenigen Projekte, wo ich mir auch immer ein bisschen Geld abzwacke zum Hinspenden. Ich liebe sie. Und dann noch Qbono, wer hat Angst vorm Drachenlord, zu dem Fall eben vom Drachenlord und diesen organisierten Cybermobbing bei ihm mit dem Drachengames. Was ich halt da sehr gut fand, es ist ein Format, was auch nicht verschweigt, dass er selber eine problematische Person ist, aber trotzdem halt aufzeigt, wie perfide diese Vorgehensweise mit diesem Online-Mobbing da sind. Ja, das habe ich auch, also du hast es damals gehört und dann habe ich das mitbekommen und fand das dann irgendwie so spannend, dass ich dann auch selber mir das nochmal angehört habe. Und wieder ein bisschen reportagiger gemacht, das mag ich ja sowieso bei Podcast-Formaten auch mal gerne. Noch irgendeine Empfehlung, Flo? Eine spontane? Mir fällt vielleicht eine Sache ein. Media.ccc. Ja, das natürlich auch immer. was mir gerade noch einfällt, ich habe es gestern von einem Kumpel geschickt bekommen. Ich kriege den Namen gerade nicht zusammen. Es war auf jeden Fall so, dass Marc-Uwe Kling hat gerade was relativ Aktuelles gemacht zu Merz und diesem ganzen Grenzschließungsthema und sowas. Vor allen Dingen nationaler Notstand. Ich glaube, es hieß nationaler Notstand auch. Das der Punkt, den er machen wollte. Dass er ja jetzt quasi einen nationalen Notstand ist, benennt, dass wir gerade irgendwie hier mit Terrorismus und so weiter zu kämpfen hätten. Und da mal so ein bisschen aufzeigt, machen andere bestimmt auch, aber in dem Fall halt ein bisschen humoristisch aufzeigt, wie viele andere Themen es eigentlich gibt, die wir nicht als nationalen Notstand bezeichnen, die aber viel, viel mehr Opfer fordern.
Stimmt, andere Themen. Absolute Verwirrung in meinem Kopf, das habe ich mir vorhin rausgesucht. Du hattest bei an wie vielen Problemen Männer schuld sind, hattest du unter anderem Rechtsextremismus, und da ist bei mir so aufgekommen, ein Buch auch von einem Mann, aber Männer, die die Welt verbrennen. So die Rolle von Männern eben in der Klimakrise, auch dicke Empfehlung, also mal was zum Lesen, nicht zum Hören. Ist mir noch so. Ja. Zählt noch als Empfehlung mit rein. Gut, aber dann müssen wir jetzt noch schnell ein paar Termine abarbeiten. Ja, das kriegen wir mit ihm gut. Genau, was steht an? Heute sind Landtagswahlen in Brandenburg. Wir haben alle Angst. Ja, ich habe Angst. Ich würde sagen, zumindest die SPD steht, glaube ich, ganz gut da in Brandenburg. Ja, toll. Ob das jetzt gut ist. Ja, aber wir müssen trotzdem gucken, ob es die Linke reinschafft. Aber was cool ist, Grundmandatsklausel ab einer Person, ab einem Direktmandat, wusste ich schon mal, habe ich wieder vergessen, habe ich letzte Woche in Berlin wieder gelernt. Also wenn uns Leute aus Brandenburg zuhören sollten, die noch nicht wählen waren und noch die Option haben heute, dann geht bitte. Bewegt euren Arsch. Ja. Ja, und dann nochmal so ein Chaos-Special bei anstehenden Terminen. Ich habe auch extra nochmal im Chaos-Tonisch-Head gefragt und mir wurde noch mehr gesagt. Ich hoffe, wir vergessen jetzt nichts. Am 27. bis 29. September ist Hex on the Beach in Flensburg. Vom 3. bis 6. Oktober die MRMCD 2024 Land in sich, also Meta Rhein Main Chaos Days in Darmstadt. Main, wo ich nicht eigentlich Main. Ja, Main. wo ich eigentlich auch schon ewig mal hin wollte, auch wegen Watson und so, aber wahrscheinlich nicht, aber eigentlich cool. Dann am 12. und 13.10. findet die diesjährige Interfuchs statt. Die Interfuchs, extra nochmal dazu gesagt wurde mir, 2024 findet nun im Lokomov statt, auf der Augsburger Straße 12 in Chemnitz, und nicht, hier was auch immer auf den Plakaten stand. Das ist nicht mehr aktuell. Nur damit es nicht, das heißt Augustusburger Straße, Augustusburger, wenn du das richtig Straße. Ja. Genau, aber da werden wir vielleicht auch da mal sein. Ja, ich würde schon gerne. Ja, genau. Also wir haben es vor, aber es kann dann immer, wenn jetzt nicht spontan irgendwas passiert, keine Ahnung, jemand ist krank oder so. Aber glaubt nicht den Plakaten, es ist immer noch geworden. Das ist glaubt wichtig. Nicht den Plakaten. Ist vielleicht auch allgemein nicht unbedingt die allerschlechteste Empfehlung. Oh, das wäre eine gute Folge. Das wäre ein guter Folgentitel gewesen. Ja. Na gut. dann ist am 19. und 20. Oktober noch das Vintage Computing Festival in Berlin. Und am 8. und 9. November die NOOC, die Knights of Open Knowledge in Lübeck, wo wir auch schon eigentlich länger hinwollen. Da wollten wir mal hin. Eichi hat uns eingeladen. Aber ich glaube, es ging irgendwie nicht. Ich glaube, es passt dieses Jahr nicht, oder? Ja, irgendwas haben wir, glaube ich, da. Lass mal nochmal gucken. Vielleicht NOOC, also NOOC wäre auch nochmal cool. Also die haben auch immer echt cooles Programm, nochmal so ein bisschen auch über den Techie-Tellerrand mit dabei. Das ist eine Uni-Kooperation. Naja, aber das Größte dürfen wir nicht vergessen. Ja, also ich glaube, es wissen alle, aber der 38C3 ist auch noch. Vom 27. bis 30. Dezember wieder in Hamburg. So weit weg. Ja, ist ein bisschen aber wie Datenspur, wenn ihr das nicht kennt, ein bisschen schlechter. Ja, es ist irgendwie so viel immer los. Ja. Weißt du, kannst dich immer gar nicht entscheiden, hast gar keine Zeit zum Quatschen. Nein, das Konkurs ist natürlich ganz, ganz toll. Ich habe ja sogar letztes Jahr wieder ewig lang Erfahrungsbericht gemacht zu. Ja, haben wir beide gesprochen auch. Ey du, wir sind voll gut in Zeit. Ja. Ich danke euch fürs uns zuhören, gucken, wenn ihr uns auch so mal hören wollt. Wir haben, also erstmal habe ich hier in meiner Überwachungskamera Sticker, weil ich es kann. Wir machen das regelmäßig, alle 14 Tage. Reboot Politics in Suchmaschine eures Vertrauen findet ihr es. Sonst auch einfach unter der Domain Reboot Politics. Gar nicht. Unser Server ist podcast.homes/@rebootpolitics. Läuft natürlich auf Fediverse-Software, ihr kennt mich. Ich glaube, wenn ihr einfach podcasts.homes eingebt, dann ist es schwer zu übersehen. Wir haben mittlerweile 4 Podcasts auf dem Server, und einer ist nicht schwer, von uns. Ja, ich weiß, das ist trotzdem schwer, das dann zu übersehen. Wir haben einen extern, ich bin glücklich. Ja. Danke Crossgolf-Rebell an dieser Stelle. Dann, ich danke euch ganz doll. Und dann geht es hier gleich weiter mit Anna. Wenn ihr noch Fragen irgendwie an uns habt oder mit uns quatschen wollt, wir rennen hier wahrscheinlich noch ein bisschen rum. Ansonsten wird das ja auch noch auf unserem Kanal veröffentlicht, da könnte man auch drunter schreiben dann. Ja, genau. Dankeschön. Danke.